Hallo und herzlich willkommen. Wir starten hier etwas Neues auf meinem Channel und zwar nennt es sich Thera. Und ja, Thera, ein MMO und ich wollte schon immer MMO spielen und ja, ich habe so Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch, Alter. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr so Bock drauf habt wie ich, Mann. Und ja, ich suche schon die ganze Zeit nach irgendwelchen Spielen, ne? Was muss ich jetzt machen? Warte mal, hallo, ich muss Pflanzen sammeln, Alter. Ich muss Pflanzen sammeln. Ich habe das schon vor langer, langer Zeit, habe ich das schon öfter mal gespielt, Thera, Mann. Aber ich habe richtig Bock, das wieder mal zu machen, Alter. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt zusammen, Alter. Und ich freue mich mega darauf. Ich freue mich mega darauf, Mann. Ich hoffe, alles passt. Ich hoffe, ihr habt auch so Bock drauf wie ich. Und ich weiß in letzter Zeit einfach nicht, was ich spielen soll, Mann. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Digga, es ist so schwierig, weil so wenig auf dem Markt ist, was richtig nice ist, ne? Es ist so wenig auf dem Markt, Junge. Wir spielen heute sogar den sogenannten Mage, Digga. Und ich glaube, der Mage ist sogar richtig schwierig zu spielen. Und den spielen wir heute einfach. Ich will auch Ausrüstung einfach so haben. Was willst du auch Ausrüstung haben? Überhaupt aus? Okay. Am Anfang ein bisschen sammeln und so. Ich werde auch gucken, wie lange die Folgen werden, ne? Irgendwas zwischen 30 Minuten und irgendwas dazwischen. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich freue mich mega darauf. Okay, wir müssen schon was usen im Inventory. Da haben wir hier so einen kleinen Bärchen gemacht für Ascha. Was muss ich mit dir? Ah, okay, so. Ascha mag euch am liebsten. Ey, wo kann ich nichts machen? Ortan erscheint. Wir haben schon in die erste Instanz reingepackt, weil wir hier schon einen Bossmob haben. Das war alleine zerbersten müssen. Wollt ihr spielen? Oh, hab ich das gemisst, Alter. Ich hab das so gemisst. Okay. Im Schaden her jetzt echt nicht so special. Warte, ich müsste doch jetzt schon... Barkas? Ah. Du müsstest doch eigentlich schon was gelernt haben, oder? Oder lernen können zumindest. Ja, ja, da ist auch schon ein Plus auf dem Bildschirm. Wie berühre ich das nochmal? Ich glaube, ich gehe auf... Okay. Also. Arkane irgendwas. Arkane Impuls. Oh, geil. Lohnt sich das für mich? Aus. Hey, warum sind wir so fast? Wir haben doch eigentlich auch schon einen Horse. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Fähigkeiten-Ding und so ist. EL. Das ist EL. Okay, das kenne ich alles noch nicht. Hat sich doch ein bisschen was getan. Ja, ich kriege hier auch schon wieder von Post was Sachen. Okay. Bisschen viel, das ist ein bisschen viel. Ich möchte jetzt auch noch nicht so viel erzählen. Ich möchte das auf euch ein bisschen wirken lassen. Ich weiß gar nicht, wo ist mein Skillbaum? Hier ist mein Skillbaum. Warum habe ich den Geschwindigkeitsschub noch kein Reiten, Alter? Hä? Ich hatte doch hier schon immer ein Pet. Okay, ja, die Anfangsgegend verändert sich auch öfter mal in Thera. Und vielleicht ist es auch, weil ich einen alten Char spiele. Ich glaube... Den Zauberer, den gibt es schon relativ lange. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht daran liegt, dass ich Zauberer spiele. Kann sein. Wir schauen. Vielleicht kriegen wir es auch erst hier. Wir haben ja ein bisschen Speed Boost. War jetzt nicht mehr, ne? Das wäre schon geil, wenn wir reiten könnten. Kommt zur Sache. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon Wäffchen gekriegt, oder? Wir gehen ins Inventar. Ja, wir haben ein besseres Wäffchen gekriegt. Cool. Und wieder ein Skill, den wir erlernen können. Bam. Okay, wir erlernen keinen Rechtsklick-Skill bis jetzt. Okay. Mal schauen, wo ist... Was ist da... Was es damit auf sich hat. Okay, wir werden wieder in Instanz oder aus der Instanz geholt. Ne, wir in der Distanz. In der Instanz, Alter. Was? Irgendwie kann ich gerade nicht reden, Alter. Okay, wir müssen direkt die besiegen. Schauen wir, was die 2 macht. Mach die 2.
Aha. Schmeckt. Hä, hey, warum muss ich schon mit dir reden? Leute, einfach alle down direkt. Ja, ich glaube, die Anfangsgame wurde auf jeden Fall wieder abgeändert, weil man musste normalerweise auch noch da hinten laufen. Aber jetzt kommt schon der Boss hier. Lel. Geht alles ein bisschen faster. Okay. Okay, gut Damage. Ich habe auch keinen Wegspringen-Boost. Normalerweise hat man auch rechts so. Ja. Also! Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, dass er mir nicht gleich schon auf die Fresse gibt. Lol. Eigentlich hat man. Oh lol. Junge, ah, das war's glaube ich schon. Ja, das war's schon. Bruder, Alter, es ist ein bisschen was anders geworden, muss man ehrlich sagen. Was führt euch her? Die ganze Gegend hier eingeschlagen. Damn. Nee, erst jetzt muss man nach hinten, oder? Nee. Muss gar nicht mehr dahin. Strange. Okay, ich habe auch die Quest nicht angenommen, wie ein Trottel. Okay, ich habe natürlich wieder das Handy nicht stumm gemacht. Wie ein Trottel. Was kann ich euch sagen? Aber also wild. Okay, wenn es so weitergeht, dann wird's dann wild. Was kann ich euch sagen? Oh. Okay. Kurz nachgeguckt, ob es was Wichtiges alle ist. Für einen, LOL? Für alle. Wo sind wir denn jetzt? Haben die gemacht, dass man teleportiert wird? Oder wie muss ich das sehen? Eine Ehre, euch zu treffen. LOL, man ist einfach schon hier. Hä? Bruder, was ist denn mit dem Spiel passiert? Das fahre ich gar nicht mal so hart. Eigentlich gar nicht mehr so hart. Ich mochte die Anfangsgegend immer. Mochte die Anfangsgegend immer mega. Was soll denn das jetzt? Okay. Anscheinend ist vieles einfach geskippt. Das ist so viel einfach geskippt. Finde ich schade. Okay, müssen wir aber so hinnehmen anscheinend. Warte mal, ich guck nochmal. Tausend Skills reiten. Ich kann immer noch nicht reiten. Okay, und es sind auch keine anderen Spieler dagegen. Okay, kann man das gerne rausboosten. Toll. Was ist das? Wüsstet mich das? Lul. Okay. Lass mal das mal. Okay, der verlangt schon ein bisschen Skill, aber kann auch nicht gut rausboosten, muss ich ehrlich sagen. Aus dem ganzen Zeug. Nee. Meteorfall. Warum kann ich dich nicht lernen? Ab Stufe 10. Hä, warum ist mit warum ist denn das da im 4-2? Können nicht rausboosten. Das ist ein bisschen scheiße. Lol, jetzt sind wir einfach schon 10. 12 sind wir schon. What? Warum steht denn da ab Stufe 10? Hä? Okay, das boostet mein Speed, glaube ich. Okay. Kann nicht ganz folgen. Ich kann jetzt nicht ganz folgen. Wir müssen mal noch weiter Dinge erlernen. Feuerball Stufe 2 ist auf jeden Fall gut. Feuerball Stufe 3 auch. Meteorfall, Vergeltung. So, machen wir mal einen Meteorfall. Boah, der ist aber krank. Wie schnell ich auch levele, ne? Krank. Ah, wir müssen die Leuchtfeuer abschießen. Auch lustig gemacht, ist auch lustig. Aber ich feiere es nicht so. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere nicht so, dass man so schnell levelt. Okay, der hat auch noch kein Pet, aber der ist irgendwie schneller als ich. Mit
C muss ich anscheinend ausweichen. Hallo. Hallo. Ah, okay. Sorry. Ey Mann, die Anfangsgegend einfach voll aufgesplittet. Falsch gar nicht. Warte mal, wir haben bestimmt neue Sachen zum Anziehen. Jo. Eine neue Waffe haben wir auch schon. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Mischgekriegt? Alter, was ist mit mir los, Alter? Hä? Was ist jetzt? Lol, wieder Sachen, die es gibt. Wieder voll viel, die es gibt worden. Direkt beim Bossfight. Okay, das finde ich scheiße. Muss ich ehrlich sagen, das feiere ich gerade gar nicht so hart, ne? Und das alles gibt. Das habe ich jetzt schon wieder gekriegt. Oh, ich habe schon ein Pet. Jetzt haben wir schon ein Pet. EL. Da können wir uns ein bisschen Skill beibringen. Hier die Pets schnell aktivieren. Weg. Warte, ich möchte der healt. Der healt, der ist jetzt aktiviert. Okay, ja. Ja, ist drin. Gut, dann machen wir den Bossfight. Machen wir erstmal die 3. Ich weiß zwar nicht, ich weiß zwar wirklich nicht, für was die ist. Und rausmoven. Und jetzt möchte ich die 6 gerne auf ihn einsetzen. Das dürfte eigentlich ein ganz schön Aua machen. Und jetzt. Bam. Ja, hat auch gut Aua gemacht. Ah, ein bisschen Skills drauf. Den ersten muss ich aufladen, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Yeah, und nochmal die 6. Bam, da dürfte er schon fast tot sein. Bin echt schnell. Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass der so schnell down geht. Müsste tot sein. Lol. Aber genau, das passiert jetzt halt hier und das können wir, glaube ich, auch nicht switchen. Das gehört zur Story. Okay, die Mucke ist ein bisschen laut, Alter. Was muss ich denn jetzt machen? Schlag. Down. Die ganzen Schmuck hier aufnehmen. Hier ist noch mehr, eine Verjüngungssphäre. Anziehen, 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 anziehen. Man kann alles anziehen. Bam, bam. So viel, wo man eigentlich auch Waffen kriegt, ne? Einfach geskippt. Einfach geskippt. So viel, wo man auch Waffen kriegt. Einfach geskippt vom Game. Ich krieg hier ein bisschen viele Messages. So. Was kann ich euch sagen? Dann sind wir schon durch mit der Anfangsgebe, die eigentlich viel, viel länger dauert. Geht es um Geschäftliches? Kann ich euch behilflich sein? Wir werden einfach wieder hier hingeportet. Ja gut, das war glaube ich früher schon so. Wir haben wieder eine ganze Rüstung gekriegt. Und eine neue Waffe. Augenblick mal! Augenblick mal! Sieg für Valkyon! Sieg für Valkyon! Und mit dem Flugmeister nach Velika. Ist es glaube ich schon, ne? Günstiger Besuch. Nehmt den Pegasus nach Velika. Jetzt wäre es mal nice, wenn man das skippen könnte hier. Ich glaube, das ist nicht skippbar. Aber die Anfangsquests waren echt nicht so hart. Wie früher auch. Früher war das größer. Man musste das alles hier selbst latschen bis zum Boss. Und jetzt wird man geportet. Anscheinend.
Gut, dann durchs Portal durch und ab dafür. Auslastung ist auch niedrig, irgendwie spielen es nicht mehr so viele Leute. Es ist sehr, sehr special alles geworden. Und hier wieder Weltbosse, oder? Sieht man wieder ein paar, weil fliegen sieht man sonst immer Weltbosse. Wenn welche wären. Wenn welche da wären, natürlich. Es ist Intro, wie heißt das? Vertiert, Digga, wenn die Kamera gedreht ist. Man muss komisch die Kamera drehen. Glaube ich aber nur auf dem Pegasus so. Und irgendwie nervt mich auch die Map, die so leuchtet, Alter. Warum muss die so leuchten? Das ist viel schöner. Ja, jetzt sehen wir auch in Velika, sieht man auch direkt, wie ausgelastet das Ding hier noch ist. Hier steht einer auf jeden Fall. Ein Lancer. Für die Föderation. Ein Lancer. 26er Lancer. Wie ist das Ding ausgelastet hier? Ich weiß es nicht. Man sieht da einen Spieler bis jetzt. Stufe 70 auch. Zwei Spieler, einer auf 65. Müssen wir das laufen oder können wir uns gleich dahin teleportieren? Oh nee, das ist immer noch ohne Map. Fahr ich gar nicht. Guck mal hier, wow. Schönes Pad. Schönes Pad. Wie die Zeit aber auch vergeht, man ist schon bei, wir sind schon bei 17 Minuten. In die Ränge eintreten. Schon coole Outfits. Ich bin ganz Ohr. Oh Mann. Oh, nochmal mit dir sprechen. Für euch. Oh, das ist einfach Terra. Brief. Wie kann ich helfen? Für die Föderation. Weg mit dem Brief wieder. Und nach hinten. Alles walken. Reich der Jugend. Reich der Jugend. Wie war das? Der Iron Shadow Recruits. Ein Zwölfer, guck mal, der hat ein Pet. Wir sind higher level als der, wir haben kein Pet. Legt Wert auf die Pflicht, nicht auf den Ehrgeiz. Guck mal das hier. Okay, dann bei Dugal. Was kann ich euch sagen? Okay. Sind wir wieder zum Flugmeister, das heißt, wir fliegen schon weg. Nein. Geil. Jetzt haben wir ihn endlich. Haben wir ihn. Können wir reiten. Ach, der ist auch ein Low, Alter. Das ist auch ein lowes Pferdchen. Es klingt wieder, als hätte es wieder geregnet. Ich möchte eigentlich nachher noch mit dem Fahrrad ins Gym. Das heißt, darf nicht mehr regnen. Ich habe wirklich keinen Bock, Auto zu fahren. Ich möchte lieber mit dem Fahrrad ins Gym. Deswegen soll es mal aufhören zu regnen, weil ich mag das. Das ist noch ein bisschen Cardio. Und ich habe selten Cardio gemacht. Und das ist super, wenn ich mit dem Fahrrad ins Gym war, dann muss ich quasi Cardio machen. Das ist super. Das ist ein Einwärmen. Ich komme da meistens, also wenn es warm ist, komme ich da schon richtig durchgeschwitzt im Gym an. Und dann mache ich ein richtig hartes Workout. Und dann muss ich noch zurückfahren. Und das ist so krank. Das ist so Auslastung.
Das ist wirklich Auslastung. Wo muss ich hin? Was? Richtet Ferus Grüße von Lugal aus. Okay, aber wo ist Ferus? Ferus. Ist das Holthausen oder? Okay, Ferus, warte mal. Das ist, glaube ich, Tal der Titanenwälder. Warum, warum? Ah, warte, hier. Arcadia, natürlich. Wie dumm war das von mir gerade? Warte, wenn ich... Ich weiß gerade gar nicht. Das ist aber Holthausen, ja? Wo sehe ich denn das? Wir sind hier. Wenn ich herauszoomen. Boah, guck mal, ich wäre nach... Ich wäre nach Holthausen jetzt gerade geflogen. Jetzt habe ich das nochmal nachgeguckt. Ja, das ist am Anfang ein bisschen stressig. Man muss auf Pegasusse fliegen und die Pegasusse, die dauern schon lange. Aber wenn man zum ersten Mal Terra spielt, dann findet man das mit dem Pegasus so eine geile Sache. Das stört einen gar nicht. Oder zumindest war es früher so. Ich weiß gar nicht mehr, ob man mit der heutigen Grafik das noch so nice findet. Aber auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal Terra gespielt habe, früher fand ich das mega schön, dieses Fliegen. Und dann hat man auch in Lifetime hat man Bosse gesehen, wenn die hier standen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen später erst kam oder schon von Anfang an dabei war. Und das fand ich so geil, ne? Das waren so riesen Viecher. Zum Teil hat man, glaube ich, auch gesehen, ich weiß nicht, ob man auf dem Pegasus das gesehen hat, wie die Leute den fighten. Und ey, das war so ein geiles Feeling, Alter. Man hat einfach Raids gesehen. Guck mal. Wow. Guck mal, den meine ich. Ja. Und die Leute waren gerade den am fighten. Genau das meinte ich. Genau das habe ich geredet. Ah, das ist schon cool. Das finde ich heute noch cool, Alter. Das finde ich heute noch cool, obwohl das Game schon... Ja, mittlerweile kann man auch sagen, das Game ist ein bisschen in die Jahre gekommen, glaube ich. Glaube ich, man darf das mittlerweile sagen. Obwohl sie immer wieder ein bisschen was machen daran, ne? Jetzt haben sie, glaube ich, diesen Skillbaum neu gemacht. Und die Anfangsgegend wieder verkürzt. Mit halt dieses, was Leute eigentlich an MMOs lieben, ne? Dass sie durchlaufen müssen und grinden müssen. Das hat man ein bisschen verändert jetzt, ne? Man wird teleportiert, wo es halt geht. Und ja, also ich persönlich finde das ein bisschen schade. Ich persönlich. Viele von euch werden es wahrscheinlich feiern, wenn man abgekürzte Dinge hat. Aber genau ich liebe das an diesen MMOs, ne? Ich liebe es zu grinden. Natürlich ist es da scheiße, wenn man Archer spielt und mega einfach grinden kann und dann spielt man auf einmal... Wo ist die Map hin? Wo ist die Map? Hä? Warum ist die weg, die Map? Ich hab die nicht weggedrückt oder sowas. Braucht ihr Hilfe? Habe ich hier vielleicht einfach keine? Ich muss beim Teleporter eine Quest annehmen. Und vielleicht ist sie jetzt wieder da, wenn wir aus dem Dorf gehen. Wir sind auch schon bei 24 Minuten. Ich muss gucken, dass ich die... Ja, jetzt geht das noch, aber wenn ich dann... Jetzt beispielsweise, ne? Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin muss. Doch, hier muss ich diese blauen Blüten essen. Essen, Alter. Digga. Was ist mit mir los? Hier kriege ich dann, glaube ich, auch die erste Avatar-Waffe dann. Langsam. Wir müssen aber... Ich muss jetzt wissen, wie ich die Map wieder reinkriege. Oh, mich nervt das. Ich möchte solche Sachen nicht machen, während ich spiele. Karte. Interface.
Oh, ich möchte das nicht machen, während ich spiele, aber ich muss. Ort der Minikarte fixieren. Hier ist keine Minikarte. Hä, aber wenn ich die nicht hab, dann weiß ich ja nicht, wo ich hinlatschen muss. Na, Fight Music. Alter, ihr müsst mir diese Minikarte geben. Ich weiß nicht, ob es immer so war. War das immer so? Wenn man die nicht hat? Doch, klar. Klar hatte man die. Irgendwie habe ich die ausgeblendet, Alter. Ich weiß aber nicht wo. Das wird schwierig, wenn ich dann. Hinter euch, ein Pegasus. Ich habe eine neue Scheibe gekriegt. Die auch schon mehr gut Damage macht. Was muss ich machen? Muss ich die Scheibe appen? Müsste die Scheibe appen. Warum habe ich die denn schon angezogen? P war, glaube ich, ne? Alter, wie ich die Hotkeys noch kenne. Oh, hallo. Ja, okay. Bam. Easy. Ey, Alter. Ah, plus 3 Scheibe. Sie leuchtet auch schön. Aber jetzt, guck, jetzt muss ich hier nämlich nichts mehr machen. Und jetzt... Irgendwie muss ich mir diese... Irgendwie muss ich mir die Minimap wieder draufziehen können. Ey, die ist hier irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Oder hat man hier keine? Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Kaputt. Ja, der macht eigentlich ganz guten Damage. Wenn ich die Kugel so durchschieße. Boah, Junge, Alter. Ganz schön krass. Das war wahrscheinlich ein bisschen. Ja, man muss ein bisschen auf die Range aber auch achten. Der Damage gefällt. Das ist so ein Stun. Okay, geil. Muss ich immer so gucken, in welche Richtung ich latschen muss. Das stimmt doch nicht, Alter. Normalerweise habe ich eine Minimap. Musste ich nicht. Musste ich früher nicht. Man hatte kleine Minimap, man wusste immer genau, wo man hinlatschen muss. Musste gehen. Und wenn ich das Interface zurücksetze, also ich kriege die Karte nicht rein. Und direkt wieder ein neues T-Shirt. Wie ich immer wieder Messages. Seid gegrüßt. Wie machen wir das mit der Minimap? Warte, die ist hundertprozentig transparent, deswegen sehe ich sie nicht. Nee, das war vorhin schon. Das will mich verarschen. Und warte, hier ist ein Einstellungsding. Alter, warum ist hier keine Map?
Warum ist hier keine Map? Scheiße. Scheiße, Alter. Oh Mann, Alter. Hätte ich noch nie. Dann gibt's hier keinen. Dann gibt's hier einfach keinen, Alter. Autorun. Lol. Oben. Digga. Interface Anzeigen verbergen. Ich. Fick dich, Spiel! Ich möchte mal FPS anzeigen lassen. Wo werden mir die FPS angezeigt? Ah, da. Guck mal. Cool. Das ist anscheinend die einzige Map, die ich kriegen kann. Okay. Dann ist es so. Devano, ihr müsst jetzt sterben, weil ich die Map nicht öffnen kann. Bam. F3, dich kenne ich doch gar nicht. Cool, aber die Auto-Attacke macht echt nicht so viel Damage. Ich mach gleich aus, aber 3 Minuten drüber als ich wollte eigentlich. Gut. Dann danke ich auf jeden Fall. Achama ist jetzt nach oben gelatscht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Mir macht's Bock. Mir macht's wirklich Bock. Mir macht's außerordentlich Bock, das wieder mal zu spielen. Ich hab schon gedacht, bereue ich das Download, aber ich muss ehrlich sagen, Alter. Macht schon Spaß. Und auch mal in der Klasse. Früher haben wir es ziemlich oft einfach nur Ding gespielt. Archer. Auch mal eine Klasse, die ein bisschen mehr verlangt, als nur auf den Ding zu schießen. Obwohl ich sagen muss, dass es auch wieder eine Fernkampfklasse ist. Und ich noch keinen weggelöst habe. Immer noch nicht. Das ist ein bisschen. Die verschiedenen Rangen, die machen ein bisschen. Ich finde ein bisschen komisch. Aber sonst gibt's eigentlich. Sonst geht's klar. Oh. Wollte ich nicht. Aber wo steht jetzt Chan? Ah, warte, der steht doch da hinten jetzt. Stimmt. Aber ich muss hier gerade ohne Map arbeiten und mit meinem Wissen arbeiten. Meinem früheren Wissen arbeiten. Bisschen scheiße. Verbündete sind immer willkommen. Ja. Devanor Sturmtrupp. Aber ihr seid ein Devanor Sturmtrupp, oder?
Beide wert, oder? Sehr geil. Sehr geil. Oh Mann, ich überzieh voll. Wollte ich doch gar nicht. Boah, Alter, der macht Bock. Der macht Bock. Der Mage. Der macht übel Bock. Der Frosch hielt uns die ganze Zeit, wenn wir Damage kriegen. Das ist schon stark. Also es ist auch mega anfänglich freundlich geworden, ne? Früher hatte man hier mehr Probleme, als ich das einfach gerade habe. Gerade hatte ich einfach keine Probleme. Er vereist ihn auch, ne? Das ist ein Movement langsamer. Das ist so schnell wieder aufgeladen, oder? Das ist krank, Bruder. Das ist krank, wie man das hier spielen kann. Warum habe ich den nicht gelesen? Ich habe extra vorhin noch gelesen, welche Chars man spielen sollte in Terra. Und Mage habe ich einfach nicht gelesen, Alter. Der macht ja übel Bock. Ist das eigentlich eine Avatar-Waffe? Ich glaube, Mage hat keine Avatar-Waffe, ne? Irgendwie so war das. Weil Mage alt ist. Aber eigentlich müsste er doch. Ist doch bestimmt mal nachgepatcht, den Aal. Da steht aber auch, sucht Chama. Vielleicht ist es halt wirklich einfach so. Ihr seid kampfbereit. Warum macht er nicht? Komm, diese Sporenwandler machen wir jetzt noch. Einfach nur, weil das Spiel so Spaß macht. Guck mal, wie der einfach down geht nach einem Hit. Ey! Was sind wir eigentlich für ein Level? 60? Alter, guckt euch das an, was machen wir für ein Damage? Alter, der hat alle angelockt. Ja, das tut mir jetzt aber auch mega leid. Dass ich dir die gestealt hab. Einmal vereisen. Okay, das hat jetzt bei ihm nichts geholfen. Kann ich ihn so langsamer machen? War ganz verwirrt. Boah, Digga, Alter. Der Mage macht übel Bock. Bam. Ah, aber das... Irgendwie ist er immun gegen das. Ah, das boostet. Oder was macht das? Dead. Ja, das macht sehr, sehr guten Schaden. Ah, es gibt nur eine gewisse Chance. Boah, der Meteor ist aber auch ganz nice, Alter. Okay, jetzt weiß ich beispielsweise nicht, wo ich hin muss. Ich muss zurück. Da habe ich aber bestimmt eine Schriftrolle, oder? Ich muss zurück. Nee. Das geben wir noch ab und dann mache ich Schluss. Die erste Folge ein bisschen länger, das ist nicht so bad. Ey, hier ist ein Hühnchen. Oh, wie süß. Handschuhe gekriegt. Aber wir machen jetzt wirklich Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge Tere wieder dabei. Ich hoffe, Sound und so stimmt. Werde ich mir jetzt alles noch ein bisschen angucken. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace.
Peace out, euer Petstatics. Heiß ich auf YouTube noch Petstatics? Ja, heiß ich. Also, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Peace. Kuss auf die Nuss.